zu meiner neuen Kategorie, die ich letztes Mal eingeführt habe. Komisches mit Freddy. Wir haben keinen Jingle bis jetzt, glaube ich. Komisches mit Freddy? Ich viel komische Sachen. Das wollte ich einfach mal bündeln in Komisches. Mhm. Also ich finde, der Jingle weiter. Ist dieses Schweigen so 2-3 Sekunden, nachdem du das gesagt hast. Komisches mit Freddy, Schweigen und dann machst du Okay. Ich habe wieder eine komische Beobachtung und ich möchte euch fragen, ob ihr mir da zustimmt oder nicht. Davor muss ich aber noch eine Vorfrage stellen, weil ansonsten ergibt es vielleicht keinen Sinn. Wer von euch ist Linkshänder? Timo hat ich also, berufen. Ich bin ein Teil dieser Kategorie, weil ich bin Rechtshänder, aber schreibe mit links. Gut, wir führen ja ein Arbeitsverhältnis, deswegen nehmt mir das jetzt nicht krumm, was ich gleich sage. Oder krumm könnt ihr mir jetzt nicht nehmen, aber versteht es nicht so komisch, wie es vielleicht rauskommt. Okay. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Und was? ich wüsste gerne, ob das bei euch ähnlich ist. Findet ihr auch, dass so Leute, wenn sie so mit links schreiben oder mit links was machen, irgendwie komischerweise so attraktiver sind als Leute, die was als Rechtshänder machen? Was? Findet ihr das? Ich finde, das sieht übel scheiße aus, wenn jemand mit links schreibt, so no front, aber das sieht ganz verdreht und seltsam aus, weil du ja immer über dein eigentliches drüber schreibst. Nee, aber das sind die komischen Leute. Das sind die komischen Leute, die so, da gibt es die auch, die so mit rechts so komisch schreiben. Ich meine, so Leute, die so fein säuberlich mit links schreiben können, ich sitze ja immer und denke mir so, ist irgendwie satisfying, ist irgendwie gut. Denkst du Smash? Ja, nee. Aber also, weil es so langsam ist oder liegt es an der Schnelligkeit? Irgendwie, oder? Das macht was mit meinem Gehirn. Ich finde es irgendwie satisfying, dass die das auch mit links können. Und das sieht dann so aus, als wenn die so alles so wie so ein Spiegel machen, so umgedreht, weißt du? Ich verstehe es. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, ich finde es einfach irgendwie, ich find's irgendwie attraktiv, wenn man Linkshänder ist. Ich weiß auch nicht warum. Ich kenne aktiv wirklich nur einen Linkshänder und das war ein Junge aus unserer alten Schule. Wir hatten nur einen Linkshänder und dann mussten wir immer warten, bis der fertig geschrieben hat. Und unser Musiklehrer, was lachst du? Das hat er eben reingerufen. Hört sich nach einem You-Problem an. Wir hatten nur diesen einen Linkshänder und unser Musiklehrer hat immer gesagt, so, die Klausur ist erst vorbei, wenn der letzte Linkshänder fertig geschrieben hat, weil die halt so übelst lange brauchen. Der letzte Linkshänder hört sich auch an. Der letzte Linkshänder. Der letzte Linkshänder. Ja, weil der gesagt hat, das Risiko ist ja immer, dass die halt verwischen. Jetzt möchte ich, also ich habe mich auch nicht verstanden mit diesem Jungen, muss ich mal kurz dazu sagen. Es war aber ein gegenseitiges Thema, nicht nur von meiner Seite. Und der hat halt immer so ganz verdreht und seltsam geschrieben und ich musste halt immer neben dem sitzen. Ich schwöre, ich habe einen Hass gekriegt auf den, weil halt beim Schreiben sind immer unsere Ellenbogen halt gegeneinander, weil ich mit rechts geschrieben habe und der mit links. Wir durften uns aber nicht umsetzen. Und dann hat er halt so übelst lang geschrieben. Und wenn der wusste, der hat immer geguckt, ob ich weiß. Und wenn ich nicht wusste, dann hat er schnell geschrieben, damit die Arbeit schneller vorbei war. Weil wenn der fertig war, dann war Ende für alle. Das ist ja so übelsten Hass auf den Klausuren gehabt. Klausuren doch auch einfach nee. Nicht, das oder? Das ist halt auch einfach das ist nicht. Doch nicht hier Stadt, Land, Fluss. jetzt ja, also beendet stopp. Für nee, stopp. Meine Schule war ein bisschen seltsam. Nee, aber das, weiß ich nicht, habe ich irgendwie immer sehr wütend gemacht. Aber einfach auch nur, wenn ich diese Position gegeben habe. Aber der hat doch so komisch gegessen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das lag wirklich an seiner Linkshändigkeit. Ist das ein Alleine-Thema, dass ich irgendwie ja. Linkshänder so oddly... Ja. Okay. Ja, mein Bruder ist Linkshänder, deswegen. Ja, aber ihr müsst es ja nicht auf Familienmitglieder immer direkt beziehen, oder? Aber ich wüsste jetzt nicht, was es mit mir machen sollte, wenn... Ich finde es schön einfach, wenn man mit links so arbeitet. Ich finde es ästhetisch, sagst du. Ich finde es irgendwie ästhetischer als mit rechts arbeiten, ja. Irgendwie schon. Also, ich glaube aber auch eher so beim Schreiben, so ist so ein Thema, wenn Leute was aufschreiben und irgendwie... Mit links, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das... Was gefällt dir am besten, dass wenn die was aufschreiben an der Tafel, dass sie mit dem Körper dann davor stehen und du nicht siehst, was sie aufschreiben? Oder was gefällt dir? Nee, es ist einfach, ich glaube, mit der linken Hand so Arbeiten auszuführen, die ich mit der rechten mache, finde ich irgendwie... Ich sage jetzt Komisches, dafür ist es ja da. Es kommt jetzt hier so übel rüber, als wenn die so alle Linkshänder richtig weghaten würden. Ja, kann ja auch sein. Also ich finde, weiß ich nicht, vielleicht hat das ja noch jemand. Das war eine komische Beobachtung. Ich finde es einfach ein Skill cool, den du selber nicht kannst. Ich finde es irgendwie ästhetischer, einfach mit links zu arbeiten. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, links ist die ästhetischere Hand als rechts. Das ist irgendwie ein klares Statement bei mir in meiner Welt. So, ich finde es komisch, Sachen mit rechts. Wenn du Sachen so, wenn du eine Schraube nimmst und du schraubst das so mit links fest, finde ich das irgendwie ästhetischer, als wenn ich die rechte Hand benutze.
obwohl ich Rechtshänder bin. Hast du Geschichts-LK? Links? Nee, das ist ja dann widerlich. Das ist ja Selbstbefriedigung dann. Das ist meine Schrott. Das ist die Fremde. Naja. Nein, aber auch nichts. Ich habe auch keine Kraft, ich kann auch nicht schreiben und nichts damit, nee. Also ich bin so leicht Allrounder dadurch, dass ich mit links schreibe. Also ich kann auch viele handwerkliche Arbeiten. Oh. Du kannst alles mit beiden Händen, ne? Theoretisch. Ja, aber ich würde schon sagen, dass ich habe immer das Gefühl, die linke ist bei mir präziser und die rechte ist stärker. Okay, verstehe. Ich fand das früher immer so geil, deshalb habe ich so versucht, mit beiden Händen zeitgleich zu schreiben. Dann habe ich eine ganze Zeit lang in so Schulheften immer mit beiden Händen, um links halt schöner zu machen. A beautiful mind, ey. Sitzt sie da mit beiden Händen. 3 + 3. Was denn? Man kann sich das antrainieren. Auf einmal übelster Schulheftverschleiß, die Eltern am Schwitzen. Aber hast du dann die gleichen Sachen in beide Richtungen geschrieben oder hast du oder so spiegelverkehrt dann auch mit der anderen Hand? Nein. In die gleiche Richtung. Direkt nach tiefste Wien, ey. Nein, aber dann hast du ja beides, also hast du ja alles doppelt. Ja. Ja, und das halt zu üben, weil es halt einfacher ist, wenn du das mit der rechten Hand direkt connectest. Keine Ahnung, hör nicht auf mich. Aber es soll wohl einfacher sein, wenn du Sachen mit rechts machst, die zeitgleich mit links zu machen, dann kannst du es halt irgendwann genauso gut, sonst übst du krakelig. Das nächste Mal, wenn ich jemanden verprügele, schlage ich direkt mit beiden Fäusten zu. Ja, schlag mit beiden. Nice. Da lernt man besser. Also, Strike. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass eine Nachbarin von mir früher, hattet ihr das auch früher, dass irgendwann war man so alt, dass man so zu Nachbarn mal so essen gegangen ist? So meine Familie hat es so einmal genau gemacht und das war mit einer Nachbarsfamilie und die hatte eine Tochter, die war in einem ähnlichen Alter wie ich und mein älterer Bruder. Und dann dachten die irgendwie, ja, jetzt, nachdem man 7 Jahre unbeschwert da gelebt hat und niemandem Hallo gesagt hat, jetzt stellen wir uns mal den Nachbarn vor. Weil in meiner Welt so höchstwahrscheinlich gab es eine Vorgeschichte, warum das passiert ist. Aber dann waren wir da irgendwie Abendessen und dann hatte die das so erzählt, dass die Tochter, die hat so spiegelverkehrt geschrieben bis in der 4. Klasse, weil sie das irgendwie gelernt hat, schreiben lernen, als sie irgendwie an einem Tisch saß. Es war so ein Schminktisch mit einem Spiegel dran. Und dann hat die immer, weil dir das keiner erklärt hat, durch den Spiegel auf das Blatt Papier geguckt und die konnte voll lange nicht richtig schreiben. Musste immer durch den Spiegel gucken, damit das richtig rumgeschrieben ist, weil die automatisch alles so gelernt hatte, dass es spiegelverkehrt war. Und jetzt so übel lange war das so voll das Thema bei denen. Dann hat die alles einfach immer spiegelverkehrt geschrieben. Und dann hatte die das so nämlich gezeigt am Tisch, dass sie das immer noch halt perfekt kann. Dass die einfach alles komplett übelst schön schrift, aber komplett spiegelverkehrt, dass es nur in der Spiegelung richtig rum siehst, halt einfach so aufschreiben kann und dann wieder normal. Nicht krank, oder? Ich würde halt. Sorry, aber ich würde denken, meinem Kind ist ein Dämon. Aber also die kommt an, komplett richtig schön geschrieben, aber spiegelverkehrt, so als Grundschülerin. Ne, safe Exorzisten rufen. Aber ist das so krank? Ich meine, du lernst ja normal schreiben genauso. Und dann kannst du es irgendwann. Und warum sollte das so absurd sein, das anders zu lernen? Und aber merkst du, der Speicherstand ist nur für einmal gut. Wenn du einmal drin hast, das da rauszukriegen, hat bei denen Jahre gedauert. Ja, okay. Ja, ist ja wie Muttersprache lernen und andere Sprachen lernen. Das ist ja auch andere Sprachen viel schwieriger. Aber ich fände es schon krass irgendwie. Oder ich würde halt denken, mein Kind wäre so hochbegabt. Kann schon spiegelverkehrt schreiben. Nee, das sind typisch Eltern, glaube ich. Guck mal, spiegelverkehrt. Oh, das ist special. Kasch, trapp, trapp und Trampolin. Direkt Privatschule anmelden, lala. Lala. Das ist echt, das ist nicht. Ja, das war's von meiner Kategorie für dieses Mal wieder mit Komisches mit Freddy.